Schalke bläst also zur Attacke wie damals. Das war früher mal ein Markenzeichen. Marino Fioretti hieß der Trompeter und heißt er hoffentlich immer noch. Und die Legende sagt, dass 1990 in einem Zweitligaspiel der Schalker in Osnabrück auf der Bremer Brücke diese Trompete zum ersten Mal erklang und sie wurde dann zu einem absoluten Markenzeichen. In der Liga ist er inzwischen so bekannt wie ein bunter Hund. Marino Fioretti, der Schalker Attackebläser, der mit seiner Trompete im lautstarken Dialog mit 50.000 Fans das Parkstadion erbeben lässt. Gar seltsame Klänge aus dem Wohnzimmer. Trainingslager für Mensch und Trompete. Letzte Vorbereitungen, denn das Repertoire soll bedeutend erweitert werden. Und von Tati, Tati, Tatatatata. So kommt es und danach wird Attacke geschrien. Und das machen immerhin noch die Fans. Ne? Ja, lieber Marino, der übrigens wirklich Marino heißt, auch wenn wir es gleich anders hören, falls du zuschaust, alles Gute. Wir haben also gerüchteweise gehört, es soll dir irgendwann gesundheitlich nicht mehr so gut gegangen sein und dann hast du dich etwas zurückgezogen. Es gab aber auf jeden Fall um den Attacke-Schlachtruf und um die Trompete ein bisschen rechtliche Verwicklung. Das lag daran, dass ein bisschen Kapital geschlagen werden sollte aus diesem Ritual. Und zwar ging es um ein hochprozentiges Getränk. Mario Fioretti, sein Signal zum Angriff, ist in der ganzen Bundesliga bekannt. Doch jetzt bläst zum Gegenangriff der Getränkekonzern Eckes. Diese kleinen Fläschchen stören ihn, man könne sie mit seinem Weinbrand-Attaché verwechseln. Mario Fiorettis Freund Detlef Lauster, Rockmusiker aus Gelsenkirchen, war das egal. Zum Schlachtruf gehört ein Song, zum Fußballspiel ein Likörchen. Wir haben eine CD gemacht und da dachten wir, so ein Likör, der geht weg. Vielleicht hoffentlich genauso wie unsere CD und im Gegenteil, es war so ein kleiner Hit, dieser Likör. Und sind über 150.000 Fläschchen verkauft worden. Und jetzt ruft Eckes oder schreibt Eckes, die Sache soll vom Markt. Und da sind wir natürlich traurig drüber, weil es eigentlich auch eine kleine nette Idee ist für Schalke-Fans eben. Lauster meldete Attacke beim Deutschen Patentamt an. Eckes legte Einspruch ein. Zitat, die angemeldete Marke Attacke, die sich lediglich in einem Buchstaben von der Widerspruchsmarke Attaché unterscheidet, ist mit dieser verwechselbar ähnlich. Die haben anscheinend nichts da oben zu tun, nur eine Rechtsabteilung. Und wollen kleine Leute irgendwie fertig machen, dass ihr Chef sieht, ach, wir tun ja doch was. Pro Flasche verdient Fiorettis Kumpel Detlef Lauster 3 Pfennig. Eckes Angebot, nur im Umkreis von 50 Kilometern um Schalke dürfe verkauft werden. Spielverderber, meint Lauster. Wir haben uns gedacht, und ich auch, wir werden so schnell den Schwanz nicht einziehen. Also da werden wir versuchen, so lange durchzuhalten, wie es geht.